Egypt Old Kingdom, ein reizendes, ein entzückendes Rundenstrategiespiel aus Russland von dem Indie-Entwicklerstudio Clarus Victoria. Ich hatte euch, das seht ihr in der Playlist, schon ein Preview-Live-Let's Play gezeigt bei einem Livestream kurz vor Release. Konnte ich dann nicht zu Ende durchziehen, wir hatten nur bis zur Runde 50 oder 60 gespielt, weil einfach das Save-Game, das wir dann erzeugt haben, nicht kompatibel war mit der Release-Version. Das können wir jetzt aber richtig machen. Ich habe nämlich extra von den Entwicklern, vielen lieben Dank dafür, eine Version außerhalb von Steam geben lassen. Eine, die ich auch nicht patchen muss und mit der sichergestellt ist, dass wir jetzt tatsächlich diese Partie auch bis zum Ende durchzocken können, egal was da noch an Updates kommt. Worum es bei Egypt Old Kingdom geht, erstens, ich hatte schon gesagt, ein hinreißendes Spiel, atmosphärisch wahnsinnig dicht, und es geht schlichtweg darum, dass wir in grauer Vorzeit, in der Zeit, als in Altägypten aus einer Familie eine Sippe wurde, aus einer Sippe ein Stamm, aus einem Stamm ein Staat und aus einem Staat eine Zivilisation, als wir in jene Zeit eintauchen und genau das nacherleben und versuchen werden, am Ende der Partie solche mächtigen Bauwerke in den Wüstensand reinzuhauen, wie die, die ihr hier am Horizont seht. Diese mächtigen Pyramiden. Wir werden zum Pharao werden und werden unsere Handwerker, unsere Arbeiter, unsere Bürger dahin prügeln und durch unsere Priester dahin beten und bitten lassen, dass sie uns schließlich ein solch mächtiges Grabmal bauen, auf das wir im Jenseits genauso gefeiert werden, genauso luxuriös leben können, wie im Diesseits als Herrscher Ägyptens. Rein geht es. Neues Spiel, etwas schwieriger Schwierigkeitsgrad als beim letzten Mal. Wir starten mit weniger Ressourcen, positive und negative Zufallsereignisse gleichermaßen ausgeglichen. Nicht nur die positiven wie beim letzten Mal, weiter in jeder Zeit speichern und laden möglich. Das brauche ich als Let's Player und wir spielen nicht mit dem Gott Ptah, sondern lassen uns unter den Schutz von Seth stellen, dem Gott der Wüste, des Krieges und der Raserei, der uns Kraft geben und unseren Feinden Furcht einflößen wird, dessen hinterhältige Spielweise liegt mir im Real Life auch besser. So bin ich halt ein Schuft durch und durch. Großer Bulle, so nenne ich mich bescheiden, wie ich bin. Rein geht es, das Spiel warnt uns. Schwierigkeitsgrad sei auf den Anfang zu hoch. Da sage ich einfach Pustekuchen, das schaffen wir schon. Wer ein Pharao werden will, der muss auch große Hindernisse überwinden können. Memphis, 3500 Jahre vor dem Beginn unserer Zeitrechnung. Mangel an freiem Land aus Oberägypten zwingt uns hier hin, an den Rand an die Grenze hin zu Unterägypten. Wir wollen erstmal einen richtigen Stamm, einen kleinen Stamm auf die Beine stellen mit 5 Arbeitern. Ziel, 300 Runden durchhalten, nach 1400 Jahren eine mächtige Nation und pompöse Pyramiden erbaut haben. Und jetzt schauen wir mal, wo wir sind. Und das finde ich schon mal sehr schön. Das gefällt mir sehr. Wir sind nämlich jetzt auf der anderen Seite des Nils gelandet. Keine reinen Zufallskarten hier, aber die Karte ist auf jeden Fall anders als beim letzten Mal. Das seht ihr allein schon deshalb, dass wir jetzt auf der rechten Nilseite sind und nicht wie beim letzten Mal auf der linken. Viele Kleinigkeiten der Regionen, in die die Karte aufgeteilt ist, ein bisschen anders. Andere, wir werden auf auch teilweise auf andere Events stoßen. Die sind ja teilweise zufällig und nicht alle komplett durchgeskriptet. Womit wir auch jetzt wieder beginnen werden. Wir werden einen zweiten Arbeiter erschaffen aus unseren Nahrungs- und Luxusgütern. Vorräten. Den ersten setzen wir hier ein, wie gehabt. Den zweiten setzen wir hier ein und wollen erstmal ein wenig das Land hier erkunden. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Eine Runde weiter. Ich werde beim Beginn der Partie nicht mehr alles so haarklein erklären wie zuletzt. In der Playlist findet ihr auch das Live-Let's Play. Aber ich denke, ich bin ja sowieso ein Vielerklärer, ein Erklärbär. Ihr werdet sicher auch so alles gut verstehen können. Und jetzt haben wir hier diese benachbarte Region entdeckt. Wilde leben hier. Akazien stehen hier. Und es ist weiterhin eine Anhöhe. Das ist echt gut. Und ich setze den hier mal rein. Und was wir allerdings machen können, die Akazien könnten wir roten. Das bringt uns Produktion. Wir brauchen erstmal viel Nahrung. Für den dritten Bürger brauchen wir 10,5 Nahrung und einmal Luxusgüter. Luxusgüter sind das geringere Problem. Wir haben genug Nahrung, fehlt uns doch einiges. Mit den Wilden könnten wir interagieren. Dann hätten wir gleich einen dritten Bürger. Das wäre die schnellste Möglichkeit zu wachsen. Das mache ich mal. Ich setze Chance für Beitritt 50% jede Runde. Das ist doch sehr schön. Das setzen wir darauf mal. Erwirtschaften ein wenig Malus hier, aber mit ein bisschen Glück geht das hier ratzfatz. Klicken mal auf eine Runde weiter. Und vielleicht... Na, noch haben wir kein Glück. Nächste Runde wieder jetzt. 50-50 die Chance, dass es funktioniert.
Hat wieder nicht geklappt. Nochmal, 50-50 die Chance. Toi, toi, toi. Immer noch nicht. Unfassbar. Wir werden es weiterhin versuchen. Jede Runde 50% Chance. Mann, haben wir Pech. Die ersten ägyptischen Stammesfürstentümer entstehen. Lakanda, Abydos und Hierankonpolis. Nochmal eine Runde weiter und immer nur 50-50. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns wer einen neuen Bürger bekommt, steigt nicht etwa an. Jetzt aber, die Wilden schließen sich an und wir haben einen Bürger mehr und es ging etwas schneller. Das ging, glaube ich, unterm Strich genauso schnell wie zuvor auch. Und mit diesem neuen Bürger, den setzen wir ebenfalls an, um hier noch ein wenig Gelände zu entdecken. Ich gehe mal hier oben hoch, das geht sicher am schnellsten. Eine Runde weiter. Tutorial halte ich weiterhin aktiviert, brauchen wir aber nicht zwingend. Und wir stoßen da oben auf 1-2. Eine Dürre beginnt. Was für ein blödes Ereignis. Trotz unserer Gebete wenden sich die Götter von uns ab. Die Nilflut ist allzu niedrig. Minus 20% Nahrung jede Runde. Das tut richtig weh. Dafür haben wir mittlerweile genug Kultur angesammelt. Das ist die Ressource hier oben, um eine weitere Technologie freizuschalten. Die drei haben wir schon freigeschaltet. Und ich gehe mal auf plus 1 Nahrung. Das sollte uns jetzt in der Dürre entscheidend helfen. Entdecken das jetzt mal. Und wir haben weiterhin einen Bürger, den schicke ich wieder hier oben hin. Jetzt haben wir plus 1,1. Das reicht bei weitem nicht aus, um den nächsten Bürger zu erschaffen. Das dauert sehr, sehr lange. 11 Nahrung, aber ich werde mal den hier benutzen, um die Bären, die hier sind, zu fällen. 3 Runden lang erwirtschaftet er nichts, aber dann haben wir plus 8. Und dann sollten wir auch den nächsten Bürger bekommen. Das sollte am klügsten sein. Wir haben die Katzen jetzt domestiziert. Diese kleinen wilden Racker. Und wir können jetzt außerdem den ersten Kult durchführen. Wir haben genug göttliche Gunst gesammelt. Mal schauen, welche Gottheit wir anbeten wollen. Noch mehr Wachstum, das wird das Wachstumsmalus ausgleichen, wenn wir Happy verehren oder Seed, dem sind wir ja eigentlich verpflichtet, schützt vor negativen Ereignissen, die wir im Augenblick nicht haben, mehr Wachstum an Kultur und an Militär auch. Ja, Militärwachstum haben wir, erzeugen noch gar keinen Militärpunkt im Augenblick, aber mehr Kultur kann nicht schaden, dann kommen wir schneller zur nächsten Technologie. Wir wollen ihn mal verehren. Eine Runde wieder weiter. Wir katapultieren uns in die Zukunft hinein. Haben einen ersten Kontakt mit dem Land Kanaan und dessen Bewohner. Und in der nächsten Runde werden wir genug Bären geerntet haben, um vielleicht den nächsten Bürger zu bekommen. Noch nicht, wir haben die Lichtung abgeerntet. Und jetzt arbeitet der Bürger wieder hier. 9607 jede Runde dazu. Wir brauchen 11 für den nächsten Arbeiter. Ja, das kriegen wir, glaube ich, ganz knapp noch hin. Wir gehen mal weiter. Kriegen wir knapp deshalb noch hin, weil die Luxusgüter, die reichen ja irgendwann nicht mehr aus. Der Effekt ist weg, die Dürre ist beendet. Das ist natürlich traumhaft. Ja, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Und mit ein bisschen Glück, wenn es weiterhin so bleibt in der nächsten Runde, Regen fällt und fällt hier auf unser Land, dann sollten wir die Möglichkeit haben, den nächsten Bürger uns zu holen. Es klappt aber. Unverschämte Hyänen, von bösen Geistern verzaubert, plagen unsere Siedlung, stehlen unsere Nahrung, verängstigen uns mit ihrem dämonischen Lachen. Feige. Aber nur noch eine Runde lang. Das geht ja. Was wir jetzt machen werden, wir werden auf jeden Fall den nächsten Bürger uns holen. Der verbraucht allerdings auch eine Nahrung jede Runde trotzdem. Jetzt sind wir bei 0,6. Bei plus 0,6 jede Runde. Luxusgüter neigen sich, hier seht ihr es, dem Ende entgegen. Wir können aber uns die nächste Technologie holen. Mehr Kultur. Ich hole mir mehr Kultur, dann schalten wir schneller die nächsten Technologien frei. 1,5 drauf. Im Augenblick haben wir plus 7,1 jede Runde. Das mache ich mal. Das entdecken wir jetzt. Und wir nehmen zur Kenntnis, dass sich irgendwo anders in der pontokaspischen Steppe die proto-indoeuropäischen Stämme teilen und über die ganze Welt verbreiten, um viele Sprachen dann dort lebendig zu machen, die wir heute noch kennen. Ein Bürger, den wir noch einsetzen können. Wohin packen wir ihn? Wir wollen mit ihm noch ein wenig weiter das Gelände hier erkunden. Mal schauen, was hier oben ist. Mit ein bisschen Glück ist das hier auf der Hochebene ein dritter Hochebenenplatz.
Eine Runde weiter. So, was haben wir aufgedeckt? Wieder ein neues Gebiet erkundet. Ich setze ihn mal hier drauf. Und wir haben echte Probleme hier. Hier leben wieder viele Hyänen. Die könnten wir versuchen zu jagen. Das bringt uns mehr Produktion. Die brauchen wir im Moment aber ganz und gar nicht. Beziehung verbessern, davon halte ich nicht so viel. Wir spielen Zed, wir wollen irgendwann kriegerisch sein. Und das gilt auch für das Zähmen. Das macht vorne und hinten keinen Sinn. Wir könnten hier die Akazien fällen, aber auch das bringt nur mehr Produktion. Das brauchen wir nicht. Hier die Hyänen. Könnten wir jagen, bringt es auch nur mehr Produktion. Das bringt uns auch alles nichts. Hier könnten wir ein Getreidefeld bauen. Das würde eher Sinn machen, dann würden wir mehr Nahrung bekommen. Wann bekommen, ist das Luxusgutproblem eigentlich gelöst? Wir haben im Augenblick 19,8 an Kultur jede Runde. Das ist die Kultur, die uns 0,5 mehr bringt jede Runde. An Luxusgütern 30 Kultur brauchen wir dafür. Das wird in etwa 3 Runden der Fall sein. Das ist gut. Wir wollen die Kultur noch mal ein wenig steigern hier. Und verehren Horus erneut. Vielleicht geht das dann ein wenig schneller. Und bei der Produktion. Ja, wir wollen hier die Getreidefelder einmal bauen. Aber zunächst einmal die Hyänen töten, damit wir genug Produktion haben. Und damit die nicht uns tyrannisieren. Irgendwo anders, das könnte durchaus passieren. Eine Runde weiter. Dass sie dann auch überwechseln, dass sie zum Beispiel das Getreidefeld, das wir frisch gebaut haben, verwüsten, wir es dann reparieren müssen. Wahrscheinlichkeit jetzt bei 30, jetzt müssten es 35% sein, dass wir die Hyänen auch wirklich erwischen. Habe ich da auch wirklich drauf? Ja, die Hyänen sind weg, da oben steht es ja, plus 8. Schon in der ersten Runde hat es geklappt, das ist klasse. Und jetzt können wir hier auch in der Flussaue Getreidefelder bauen. Das mache ich mal sofort, was wir alternativ machen könnten. Wir könnten auch übrigens hier oben auch eine Werkstatt errichten. Häuser könnten wir bauen, Bevölkerungslimit hochtreiben. Wir brauchen vor allem erstmal mehr Nahrung, um den nächsten Bürger uns holen zu können. Da werde ich hier die Getreidefelder bauen, die dann 0,3 mehr an Nahrung bringen. Kobra-Volk haben wir entdeckt. Mal schauen, wo die sind. Auf der anderen Nilseite augenscheinlich. Ein unabhängiger Stamm von Jägern und Sammlern. Die ihr Land der Ahnen mit einem großen Verteidigungsbonus verteidigen werden. Das heißt, wir werden Schwierigkeiten haben, die anzugreifen. Noch fehlt es uns allerdings auch an Armeegröße. Wir haben sogar einen Schwund. Und wir könnten jetzt wieder hier, wir können die nächste Technologie uns holen. Dann machen wir das hier, dann haben wir unser Luxusgüterproblem erstmal, weil wir das Handwerk entdeckt haben, beseitigt. So, jetzt haben wir 0,1 an Luxusgütern jede Runde. Alles klar. Und nochmal eine Runde weiter. Da unsere ersten Getreidefelder wir gebaut haben. Eine stolze, eine schöne Geschichte. Menschenfressende Löwen tauchen auf. Das ist ja großartig. Die in der Nähe unserer Siedlung jetzt leben. Die Menschen im Dunkeln angreifen. Und dann in der Nacht, dann wieder in die Nacht hinein verschwinden. Wir müssen die Höhle finden, die Löwen vertreiben, damit sie uns nicht attackieren. Das ist echt wichtig. Ich habe keine Lust, dass sie unsere Bürger töten. Auch hier sollten wir wieder auf die Jagd gehen. Ist aber blöd. Der nächste Bürger bekommen wir, den bekommen wir regulär. Bei 11,5. Den kriegen wir eh nicht. Vorerst nicht. Wir haben zu wenig Luxusgüter. Wir brauchen ein Luxusgut. Wir erzeugen 0,1 pro Runde in 10 Runden erst. Das reicht vorne und hinten nicht. Wir sollten eine Werkstatt demnächst bauen, damit wir dort Luxusgüter produzieren können. Deshalb können wir auch auf den, nützt uns das Nahrungswachstum im Augenblick wenig. Ich gehe mal hier hin. Wahrscheinlichkeit, dass hier Menschen sterben. 10% jeder Runde, das ist ja furchtbar. Die wollen wir sofort jagen gehen. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Was wir auch machen können an anderer Stelle, wir können hier auf den Anhöhen sogar, hier leben wieder Hyänen, die uns unsere Nahrung klauen. Auch da jagen wir die Nahrung. Da bleibt ja kaum was übrig. Und hier, ja, dabei belassen wir es. Wir gehen zweimal auf die Jagd gleich. Autsch.
Noch war die Jagd nicht erfolgreich. Alle Hyänen wurden getötet, so ist es gut. Noch mehr Produktion, mit denen werden wir der im Augenblick gar nichts anfangen können. Und hier oben sind wir jetzt nicht mehr auf der Jagd und können auf dieser Anhöhe. Ja, hier können wir was bauen. Eine Werkstatt. Vorab werde ich die Akazien aber entfernen, weil die würden ohnehin verschwinden, wenn wir eine Werkstatt bauen, um Luxusgüter zu produzieren. Aber wenn wir die vorher fällen, dann können wir einmalig noch den Produktionsbonus mitnehmen. Das lohnt sich durchaus. Nochmal eine Runde weiter. Hieranconpolis in unserer Nachbarschaft blüht, das Fürstentum in Oberägypten. Und jetzt sind auch die Löwen hier verschwunden, das ist schön. Und hier können wir jetzt tatsächlich auch die Werkstatt bauen oder wir warten noch ab. 0401, 5 Runden etwa bis zum nächsten Bürger. Nein, wir bauen hier sofort eine Werkstatt. Für 0,5 Luxusgüter Runde für Runde. Werfen vorher noch einen Blick in die Technologien. Dadurch würden wir mehr göttliche Gunst bekommen durch die lokale Kulturentwicklung, Kultentwicklung. Gemeinschaftsarbeit bringt uns noch mehr Kultur. Hier könnten wir beginnen mit dem Militär. Aber das ist noch ein bisschen früh. Ja, also ich bin ein großer Anhänger davon, erstmal in Kultur zu entwickeln, damit man schneller mehr Kultur bekommt. Deshalb gehen wir erstmal in die lokale Kultentwicklung rein. Pardon? Oh, entschuldigt bitte. Mehrsprachigkeit bringt mehr Kultur. Über den Weg lokale Kultentwicklung. Das bringt aber mehr göttliche Gunst. Dann beginnen wir erstmal mit der Gemeinschaftsarbeit. Wir können jetzt gleich auch nochmal einen Gott anbeten. Horus wird verehrt. Noch mehr Kultur. Und jetzt sind wir bei 06 Luxuswaren, bekommen keine mehr dazu. Und spätestens jetzt wird es, denke ich mal, doch Zeit, dass wir hier Werkstätten bauen, sonst kommen wir hier zu gar nichts. Nochmal eins weiter. Die Akazien wurden gefällt dort oben. Schon wieder Hyänen, die aufgetaucht sind. Oh, ist das nervig, wir müssen die wieder jagen gehen. Fressen uns alles weg. Angriff. Akazien wurden gefällt. Den nächsten Bürger. Also wenn wir hier unten gerade die Werkstätten bauen, dann baue ich hier oben mal die Häuser. Ne, noch nicht. Die Werkstätten bringen hier plus... Nein, wir machen was anderes. Wir warten erstmal ab. Wir warten erstmal ab, damit wir überhaupt den nächsten Bürger uns holen können. Wir gehen erstmal eine Runde weiter. Das sind sie. Das sind die ersten Gebäude, die wir errichtet haben. Werkstätten stehen jetzt hier. Sehr schön. Bringen uns verdammt viel hier. Das ist das produktivste Feld, das wir jetzt haben. Bevölkerungslimit steigt auch an. Plus 1 drauf, jetzt bei 6. Mal schauen, was wir uns hier holen können. Ich würde gerne die lokale Kultentwicklung, um von dort dann zu gehen, zur Mehrsprachigkeit, um noch mehr Kultur zu bekommen. Lokale Kultentwicklung. Alles klar. Und nochmal eine Runde weiter. Ich hoffe, die Hyänen werden wir bald beseitigt haben. Die bremsen uns auch ganz schön aus. Den nächsten Bürger können wir uns holen. Klasse. Wir haben jetzt die erste Etappe in unserer Quest, in unserer zentralen Quest erreicht und unseren Stamm auf 5 Bürger vergrößert. Sehr, sehr schön. Nächste Quest, Integration der Nachbarn. Die Götter befehlen uns, mit lokalen Stämmen zu vermischen. Wir müssen 350 Sippen integrieren, bekommen als Belohnung 50 Kultur. Und das ist nochmal das Ziel des Spieles. Die Sippen werden ja links angezeigt. Die holen wir uns zum Beispiel dadurch, dass wir gleich mit weiteren Völkern noch oder mit weiteren Sippen, die in der Nachbarschaft aufploppen werden, solchen wie dem Kopa-Stamm hier, interagieren, uns die rüberholen, aber auch durch andere Aktionen. Wir haben einen Bürger, mit dem wir im Augenblick hier immer noch nicht zur Arbeit eingeteilt haben. Den können wir nicht einteilen. Wir sollten mit ihm weiter erkunden. Ich bringe den mal hier rüber.
eine Runde weiter. Wir entdecken ein zweites, ein neues Gebiet. Was ist hier? Hyänen, wieder Hyänen und Sümpfe. Die müssen wir erstmal beseitigen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier geht es ja Richtung Nilufer, dass es mit den Sümpfen ja überall ein bisschen problematisch ist. Ich bleibe erstmal hier oben. Ich gehe mal hier hin zum Beispiel auf dieses Zweiergebiet hier. Das sollte eher fruchtbar sein. Oder hier unten hin. Bei der Nahrung haben wir sogar Verluste. Und wir können jetzt tatsächlich, die lokale Kultentwicklung haben wir schon, wir könnten jetzt hierhin gehen und dadurch unsere Armee auffrischen, aber ich will ja hierhin zur Mehrsprachigkeit. 45 brauchen wir dafür. Und wir warten, bei den Kulten sind jetzt jede Menge neue Götter aufgetaucht. Die lasse ich erstmal bleiben. Da verzichte ich erstmal drauf. Hyänen wurden getötet. Neues Gebiet erkundet und hier gibt es auch die Möglichkeit, wieder Beeren zu sammeln. Dickicht müssen wir roden, bevor hier irgendwas los ist, aber das ist doch schon mal was. Dann gehen wir hier, für den nächsten Bürger brauchen wir Luxusgüter, haben wir genug, 12 Nahrung, die erwirtschaften wir allmählich. Wir werden bald einen neuen Bürger holen können, das ist ganz gut. Dann gehen wir mal hier hin und werden als erstes mal die Beeren einsammeln. Nochmal eine Runde weiter. Allmählich holen wir uns auch die neuen Sippen dazu. Links seht ihr es. Aufgestiegene Außenstehender. Einer aus unserem Volk wurde vom Kobra-Stamm aufgenommen. Er wurde zum vollwertigen Mitglied der Gesellschaft, verschaffte sich Macht und verhalf dem Stamm zum Wohlstand. Die Beziehung zum Stamm verbessert um gleich plus 20%. Das ist echt gut. Das heißt, die müssten jetzt bei 66% sein. Naja, trotzdem, wir verehren ja Seth. Und deshalb schiele ich eher auf den einen kriegerischen Anschluss dieses Stammes und seines Gebietes an unser Volk. Wir können die nächsten holen und wie besprochen holen wir uns hier die Mehrsprachigkeit und investieren wieder in Kultur. Erwirtschaften wir 10,1 Kultur pro Runde und sollten schnell vorankommen. Das ist eine schöne Geschichte. Nochmal eine Runde weiter. Nomaden suchen eine neue Heimat. Oh, das ist ja schön. Die Wüste des Seth dehnt sich immer weiter aus. Viele Menschen verlassen ihr altes Zuhause auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Eine kleine Gruppe Menschen, Flüchtlinge, die sich geringfügig kulturell von uns unterscheiden wollen, kommen. Das ist doch schön, wenn die kommen. Die nehmen wir an, bekommen plus einen Bürger, verzichten dann auf minus 20% Kultur für 5 Runden. Das ist mir gleich. Das ist eine schöne Geschichte. Die nehmen wir mit. Wir lehnen sie keineswegs ab. Wir nehmen Flüchtlinge auf. Die mittellosen Wanderer aus der Wüste sind bereit, sich unsere Götter anzuerkennen. Und damit ist alles gut. Jetzt haben wir einen weiteren. Und mehr können wir jetzt auch schon gar nicht mehr machen. Den schicken wir sofort wieder zurück in die Wüste als Scout. Der soll die Umgebung hier ein wenig auskundschaften. Mit dem gehen wir hier rüber. Oh, das hier unten geht ja noch schneller. Wollen wir da mal Ausschau halten. Und Bevölkerungslimit ist damit erreicht. Das heißt, wir sollten als erstes jetzt auch hier Häuser bauen, damit es überhaupt weitergeht. Bevölkerungslimit erhöhen wir damit. Und gleichzeitig könnten wir hier, denke ich, auch mal die Akazien schon mal entfernen, damit wir nachher auch hier etwas bauen können. Eine Runde weiter. Fruchtbare Lichtung abgeerntet, jede Menge Nahrung dazu. Wir könnten damit einen nächsten Bürger uns erschaffen, bekommen aber Mali dann, weil das Bevölkerungslimit nicht groß genug geworden ist. Da warten wir erstmal ab. Haben wir auf jeden Fall wieder einen Bürger, den wir einsetzen können. Wir haben dieses Gebiet hier erkundet und stellen fest, hier gibt es ein sehr fruchtbares Land. Das ist doch toll. Wir schicken ihn sofort hier hin und sagen ihm, bitte nochmal ein Getreidefeld bauen. Minus 8. Da verbrauchen wir ganz schön Produktion. Wie gut, dass wir so viel angespart haben. Und werden in einer Runde die Häuser haben, um die nächsten Bürger uns zu holen. Ja, bin ich ganz unzufrieden. Es entwickelt sich. Ihr merkt schon, es ist schwieriger als beim letzten Mal, als bei der ersten Partie. Macht aber, finde ich, dadurch auch noch ein bisschen mehr Spaß, weil die Herausforderung eine größere ist.
Ich hoffe, euch macht das Let's Play Spaß. In der Textbeschreibung des Videos auf YouTube findet ihr einen Shop-Link auf Steam, an dem ich nichts verdiene, aber falls euch das Spiel gefällt und ihr das Spiel doch kaufen wollt, ich denke, das ist wird sicher, hoffe ich mal, denke ich aber auch, bin fest davon überzeugt, vielen euch auch beim Selbstspielen mindestens so viel Spaß machen wie beim Zuschauen, mir über die Schulter gucken beim Let's Play. Nächste Folge kommt bald, bis auf weiteres plane ich mindestens eine Folge täglich. Ich wünsche euch was. Kurze Wartezeit, dann geht es weiter hier im alten Ägypten.